heute Morgen hier in Walsum in der Bezirksbibliothek. Ich freue mich, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Wir können Ihnen auch gute Nachrichten präsentieren. Das ist für diese Stadt ganz wichtig. Negative gibt es viel zu oft, wenn auch nicht immer berechtigt. Aber heute haben wir wirklich ein sehr schönes Projekt, das wir Ihnen vorstellen können. Mir ist nur grundsätzlich wichtig, Bibliotheken, öffentliche Bibliotheken haben sich in den letzten 20 Jahren ganz enorm verändert. Also früher waren das etwas scharf formuliert reine Ausleihstation. Das heißt, man ging dahin, ließ sich eben überwiegend Bücher aus. Im Laufe der Zeit sind dann noch weitere audiovisuelle Medien dazugekommen, irgendwann auch das Internet. All das findet sich natürlich weiterhin in den Bibliotheken, aber ganz entscheidend ist, Bibliotheken legen heute ganz großen Wert auf eine Aufenthaltsqualität. Aber solche Elemente, wie Sie sie hier finden, sind natürlich ganz wichtig, weil Kinder, die lümmeln sich gerne hin, die setzen sich auch gerne mit ihr, wenn sie kleiner sind, mit ihren Eltern, lassen sich dann vorlesen. Das kann hier in der Bibliothek stattfinden, drücken, sondern in einer Atmosphäre, in der man sich wohlfühlt. Und dann klappt das, ich sage es jetzt mal en passant, eigentlich umso besser. Man kommt dann gerne hier hin, man verbindet mit dem Ort emotional auch etwas. Stellvertretend für alle Bezirke und Zweigstellen, das ist für uns eine große Freude gewesen, diese Möbel kommen zu können. Mir hat auch das Motto des Projekts sehr gefallen oder gefällt mir immer noch, hier wollen wir bleiben. Genau das ist unser Ansinnen und wir konnten hier einige Sitzmöbel und bekommen für Walsum mit den blumenreichen Namen auch, dem Wolkensofa, im laut Prospekt ein himmlisches Plätzchen, die Blumeninsel, das Bücherauto, was eben auch mehrfach Funktion hat als kleines Regal für die Allerkleinsten, für die Bücher. Da liegen übrigens auch Bücher 30 plus und da geht es um Monate. So früh fangen wir an mit der Leseförderung. Und ein Präsentationsmöbelstück, ein Regal, was wir bei Klassenführungen nutzen können, ständige wechselnde Ausstellungen machen. Es ist mobil, es hat Räder, wir können es fahren. Sehr schönes Projekt einer sehr guten Stiftung, unsere Kinder, unsere Zukunft, Unterstützung für Kinder und Jugendliche im Bereich Bildung und im Bereich Kultur. Und kulturelle Bildung ist genauso wichtig wie gesundheitliche Bildung und schulische Bildung. Und Lesen bildet ungemein. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir nicht nur hier in dieser Zweigstelle, sondern in allen 13 Zweigstellen unserer Stadtbibliothek Duisburg entsprechende Ausstattungsgegenstände haben finanziert bekommen von Ihnen, von Ihrer Stiftung in Höhe von 20.000 Euro. Das ist eine gewaltige Summe für uns. Das ist eine gewaltige Summe für uns, die wir selber nicht hätten stemmen können. Das heißt, ohne die Unterstützung Ihrer Institution, Ihrer Stiftung und Ihres Hauses wäre die Bildungslandschaft in Duisburg etwas ärmer. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass Sie uns in der Bibliothekslandschaft unterstützen. Und deshalb an dieser Stelle von mir als zuständigen Beigeordneten, sicherlich auch im Namen des Bibliotheksleiters und aller Zweigstellenleitungen und der Kinder und Jugendlichen, die hiervon partizipieren und profitieren können, ganz herzlichen Dank. Es wäre ein fataler Fehler von uns, die 13 Außenstellen in Anführungsstrichen links liegen zu lassen, denn die sind uns genauso wertvoll wie die Zentrale in der Innenstadt, genauso wertvolle Bildungsinstitutionen für die Bürgerschaft in den Bezirken, in den Stadtteilen. Und deshalb freut es mich auch, dass in der Politik der Beschluss gefasst worden ist, alle Stadtteilbibliotheken und alle Bezirksbibliotheken weiter zu betreiben. Und wenn wir die dann ausstattungsmäßig auch noch jeweils mit Unterstützung und Eigenmitteln auf den neuesten Stand und kindgerecht und nutzergerecht ausstatten können, ist das ein Prä für die Duisburger Bildungslandschaft. Und deshalb gebe ich mit dem Dank an Sie für einen wunderbaren Termin, den ich heute Vormittag habe, gebe ich ganz herzlichen Dank der Duisburger Bildungslandschaft an Sie weiter und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit. Ja, vielen Dank, Herr Krutzberg. Für mich ist das heute auch der angenehmste Termin und freue mich sehr. Und auch das, was Sie gesagt haben, also an dem Schmuckstück in der Innenstadt sind wir ja nun auch ein bisschen beteiligt, zumindest als Finanzierer. Wenn ich da vorbeigehe, freue ich mich jedes Mal, weil das die Innenstadt wieder deutlich aufwertet. Aber genauso wichtig finde ich auch, ist die regionale Nähe vor Ort. Ein Thema, was ja auch sehr gut zu uns passt, denn wir sind ja auch nicht nur in der Innenstadt vertreten, sondern insgesamt mit 47 Standorten, ganz so viele haben sie nicht, im Gebiet unserer Träger. Und Nähe ist eben was ganz Wichtiges, das merken wir auch. Und das ist hier genauso. Gerade für Kinder, und gerade Kindern wäre es ja gar nicht zumutbar oder nicht möglich, immer in die Innenstadt zu fahren, wenn sie eben Bücher sich ausleihen. Ich habe die klare Erfahrung gemacht, dass derjenige gut formulierte Texte erstellen kann, fehlerfreie Texte erstellen kann, der viel gelesen hat,